Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren gemeinsamen Folge ETS 2 im Multi. Alter! Oh, ist das knapp gewesen! Ja, ETS das war so geplant! Mit dem Mike. Hi! Wir sind natürlich wieder auf diesem riesigen Server. Es ist leider schon ein bisschen später am Abend, deswegen vorhin, als ich einmal kurz drauf war, waren 4000 Leute auf diesem Server. Da war ultra viel los. Jetzt sind es 2000, aber ist auch schon viel. Nach rechts ab. Und wir fahren wieder zusammen. Ja, jetzt schneit's bei mir. Ah, stimmt, jetzt hat es gerade auch angefangen. Warum fährst du links und über? Ja, weil ich hier ausweichen musste. Lol. Sehr doof. Ich bin immer noch total im Minus. Ich weiß, da steht. Er schaut übrigens auf beiden Kanälen vorbei, weil wir nehmen das natürlich wieder. Wir nehmen das aus beiden Sichten auf, also parallel öffnen. Ja, weil ich habe viel Geld. Wo fahren wir eigentlich hin gerade? Rotterdam. Wir fahren zusammen nach Rotterdam. Beide haben von Luxemburg nach Rotterdam tatsächlich einen Auftrag. Geil! Mike bekommt doppelt so viel Geld, möchte ich mal anmerken, für diesen Auftrag. Ja, naja. Und ich bin 300.000 Euro im Minus. Bei mir steht zwar 96.000, aber ich habe noch Kredite, die dann insgesamt auf 300.000 mich ins Minus bringen würden. Und dementsprechend. Ich versuche zwar immer keinen Unfall zu machen, ist klar. Ich habe natürlich auch die leichtere Fahrt. Versuch ich versuche schneller, viel, viel schneller beschleunigen. So, ja, ich gebe ja gar keinen Gas. Ich denke immer so, mein LKW ist besser. Nee, ich habe echt eine schwere Fracht. Leute, übrigens, bei mir, ich habe eine andere Kameraperspektive. Ich habe natürlich mit Greenscreen immer noch. Man sieht. Alter, ich kick erstmal mein Mikrofon komplett weg. Man sieht hier meinen Stab immer noch, ne, von dem Mikrofon. Aber man sieht mein Lenkrad jetzt viel besser und viel größer. Und mein Lenkrad sieht man nicht mehr, aber das nicht mehr. Ich denke, das interessiert euch ein bisschen, dass man das so ein bisschen sieht, was ich hier so mache. Wie krass ich einfach fahre. Und dementsprechend habe ich das jetzt so ein bisschen angepasst. Wie gesagt, beide Sichten natürlich immer, das ist das A und O. Also ich habe auf 90 km/h jetzt gestellt, weil man ja, immer schon bei knapp drüber geblitzt wird. Ja, warum fährst du so langsam? Ja, weil ich 90 km/h fahre. Ja, warum? Ja, weil ich nicht geblitzt werden will. Ja, ich fahre doch vor. Ah, stimmt. Bist ja, du warte, ich fahre dir nach. Ich habe jetzt auf 110 gestellt. Ja, als ob du so wenig Geld hast, dass du nicht mal geblitzt werden willst. Ja. Blitzen kostet 560. Ach, bei dir mittlerweile auch. Das war ja, du hattest früher, habe ich mir 560 gezahlt und du irgendwie nur 300 oder so. Das war voll die Verarsche. Nee, ich muss auch 560 bezahlen. Ja, mittlerweile wahrscheinlich nur. Ich weiß es nicht, egal. Weil es schneit bei mir gerade, bei dir auch. Ja. Aber das hat null Auswirkungen eigentlich. Die Scheibe bleibt einfach komplett trocken. Ja, also ich habe Scheibenwischer an. Was? Immer geradeaus. Wir haben die Navis immer noch an, Leute, übrigens. Ja. Aber ich find's gar nicht schlecht, also. Nee, ich auch nicht, also. Das bringt, also. Bei dir bringt's Verwirrung. Ich bremse ein bisschen. Warum? Weil du langsam bist. Was? Ich war 110. In der höheren Flughöhe. Aber der X-Bank kommt bestimmt auch irgendwann. Ja, ja, unbedingt eigentlich. Haben wir beide auf jeden Fall ziemlich viel Lust drauf. Soll ich nochmal bremsen? Also wir haben aber gerne, also wir haben echt zusammen, wir machen gerade so viel wieder zusammen. Ja, weil ich halt so cool bin auch. Aber ich muss die ganze Zeit bremsen, weil du nicht kommst. Wo bist du denn? Ich muss mal kurz spitzen. Boah, schon weit weg. Nochmal ein bisschen bremsen. Das ist der Sicherheitsabstand, den ich war. Weil ich so coole Kurven fahre, meinst du? Guck so, was? Kannst du bitte ein bisschen weiter rechts und links fahren? Noch weiter. In die Leitplanke jetzt und dann Überschlag, aber bitte auf die Gegenfahrbahn überschlagen und nicht auf die hier. Nee, fahren wir wieder normal hier. Die Leute wollen das übrigens sehen. Falls ihr noch weitere Vorschläge habt, über was wir uns unterhalten können in diesem geilen Projekt, könnt ihr das natürlich gerne. Könnt ihr das natürlich gerne reinschreiben. Ja, wenn ich die Scheibenwischer ausschalte, dann kommen übelst viele Tropfen auf meine ja, Scheibe. Ja, vielleicht habe ich einfach nur einen Bug oder du hast irgendeinen besonderen DLC. Eine bessere oder? Scheibe hast du wahrscheinlich. Ja, beheizt habe ich die. Was bringt denn eine Beheizung? Also, das Wasser verdunstet. Ja, sicher, instant. Ist direkt weg. So gut. Oder unsichtbare Scheibenwischer. Ja, genau. Eins von beiden. Bei mir schneit es gar nicht mehr.
jetzt hat auf. Ja, bei mir kommen immer noch Tropfen auf die Scheibe. Obwohl es nicht mehr schneit. Ja. Nice. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Ja, keine Ahnung. Links halten. Immer geradeaus. Ja, machen wir. Ich glaube, jetzt muss man bremsen. Nee, ich weiß noch nicht. Ja, doch. Ich weiß. Hilfe! Das ist so eng hier. Warum ist das so eng? Oh mein Gott! Schau, das eine für YouTube? Ja, aufnehmen schon, ja. Also das, was ich gerade aufnehme, nehme ich für YouTube auf, ja. Okay. Leute, wir werden demnächst auch echt mal wieder streamen. Auch ETS streamen. ETS, ja. Ja, meine ich ja, hä? Ja, aber nein, wir können ja auch, also X-Plane kann man ja auch streamen. Das ist ja langweilig. Passiert ja nichts. Hä, kann man so viel reden und so viel mit den Zuschauern interagieren. Reden. Dann, also, ganz ehrlich, ohne ja, Scheiß, ich hab mir, Lolli ist die Baustelle. Wirklich schon X-Plane-Streams angeguckt, sogar richtig viele. Wann? So einfach so nebenbei laufen. Hier ist eine Baustelle, aber die hat absolut null Einfluss auf die Straße. Bei dir auch? Ja. Krass. Ja, wieso bist du so langsam? Meine Beschleunigung ist halt so viel besser als ja, deine. Ich hab ja nicht Gas gegeben wieder vorhin. Ja, oder? War wieder auf beiden Spuren, dass du nicht vorbei kannst. Nee, naja. Ich will gar nicht vorbei. Ich weiß. Tempomaten. Ja, ich freue mich. Tempomat ist mal ganz toll. Du scheidest nicht mehr mit deinem Scheinknüppel so hoch. Ja, das war früher ziemlich krass. Das kann ich auch gerne weiter so machen, wenn du willst. Nee. Ich gebe nur, wie gesagt, das habe ich letzte Folge, glaube ich, schon gesagt, mehr mit dem Gaspedal einfach Gas, seitdem ich selber einen Führerschein habe. Perfekt. Wo hast du den Führerschein gekauft? Nimm die Ausfahrt rechts. Hier, wo ich wohne. Nähe Nürnberg. Kann man durchfahren ohne Bremsen? Ja, ich fahre auf jeden Fall durch. Alter, du hebst fast ab. Nein, never. Ich habe so leicht in die Kurve gelenkt. Ungelogen. Das ist irgendwie komisch, aber... Nee, doch, ohne Spaß. Dein rechts hinten hat sich schon das ist so aber, das ist ohne leicht. Spaß. Das ist aber nur, weil ETS das einfach wegen Online und so nicht so geil überträgt. Das kann nicht sein. Du hättest mal die Außenperspektive schalten müssen. Das merkt, dein Führerding hat dich nicht bewegt, aber dein... Ja, ich sehe das schon. Nein. Doch. Hast du eigentlich eine bessere Beschleunigung? Ja, ich habe ja abgebremst. Warum? Das ging so locker. Ja, bremse ich auch mal. Ja, ein weil ich sie nicht riskieren will. Ich merke gerade, ich soll mal ich muss irgendwann tanken. Nach der Fuhre muss ich tanken, ja. Ich meine, okay, das geht ja mega schnell. Ich meine, 140 Kilometer nur noch. Ja, aber ist noch ja eins in der heutigen Folge. Ja, quasi können wir das nächste direkt anfangen, also ganz ehrlich. Immer geradeaus. Oh Gott! Immer geradeaus, hat er echt spät gesagt gerade. Ja, vor allem als ich noch auf der rechten Spur war. Ich bin so rechts und der so, ja, einfach geradeaus. Ne? Ja, kannst auch rechts runterfahren und wieder rauffahren, ist ja kein Problem. Ja, soll ich mal machen? Immer geradeaus. Ey, hör doch auf zu reden, was macht der Typ? Ich weiß, dass ich fahren soll. Oh, da haben wir jetzt einen LKW vor uns. Ja, da pay ich so eine Beschleunigung, gerade habe ich wieder. Was denn für eine Beschleunigung? Wenn man lass den mal schneiden. Abfährt, ist das doch keine Beschleunigung. Lass den mal schneiden. Ja, kannst du machen. Ich will, in dieser Aufnahmesession es mal versuchen, nicht meinen LKW reparieren zu müssen. Ja, der fährt aber auch schnell, ich komme da gar nicht hin. Alter, es regnet gerade mega in Strömen. Immer mir ist Sonnenschein. Engel kommen runter, es wird auch wieder Tag. Ich hasse das, wir fahren jedes Video einfach bei Nacht. Es ist immer Nacht, keine Ahnung warum. Ich glaube, ich kann ihn nicht mehr überholen. Wir haben nur noch 100 Kilometer und er fährt auch 110, safe. Ideallinie muss ich gerade ein bisschen anpeilen. Ideallinie, ja. Schneiden in die Kurve. Windschatten. Warte. Mach ich auch. Der bremst verliert. Ja. Was hat denn der hinten drauf? Weiß ich doch nicht. Ja, oh, der weg. Was denn da? Immer geradeaus. Ja, der hat Angst gehabt. Ja. Er ist aber richtig komisch gefahren. Er ist erst so auf die ganz linke Spur und dann rechts. Er hat so ausgeholt quasi.
Ja, das war nötig. Ah, ne, vor uns sind noch Leute. Ja, zwei weitere, Alter. Boah, Alter, die Kurve ist hart. Der liegt da rechts. Oh ja, weil die Kurve so hart war. Ja, glaube ich auch. Das kann ich musste sein, schon ja. Ein bisschen aufpassen, aber ich habe nicht gebremst. Ich auch nicht. Ey, was war das eigentlich für ein Lappen, dass der ohne Anhänger umgekippt ist? Verstehe auch nicht. Okay, den schneide ich jetzt. Bitte. Oh, er schneidet mich! So ein Hurensohn! Was? Hilf mir! Ich kann mich... Hilf mir! Als ob ich da jetzt mich abschleppen muss. Ich hab mein Mikrofon angespuckt. Als ob ich jetzt mich abschleppen muss. Wegen diesem Hurensohn. Ah oh, nee, ich bin da. Ich bin da. Blems. Ja, warte, ich fahr auf diesen Parkplatz. Was ist das für ein Arschloch? kannst du mal tanken. Hier gibt's keine... Ah doch, da vorne gibt's eine Tankstelle. Stimmt, hast recht. Alter, der hat's einfach gehört. Hab ich irgendwie Voice Chat an oder so? Ja. So, den schneide ich jetzt und dann schneidet er ihm. Hä, hey, was für ein Arschloch-Move eigentlich, WTF? Ja. Hätte ich auch nicht gemacht, niemals. Niemals. Ja, das war einfach so gefickt. Bin ich schon ein bisschen. Gold-Taste 7, was ist das denn? Bist du schon fertig? Was ist das? Nein, ich muss gerade gucken, wie man tankt. Da steht Joy-Taste 7. Ah, das war Joy-Taste 7. Ist schon an mir vorbeigefahren? Ja. Ah, da bist aber du. Aber ich bin in der. Dingens, ne? Ja, genau. Also ich bin nicht weitergefahren. Alter, ist das teuer. Dieselpreis 1,40, genau. Ja, Realität angepasst. Das ist auch Alter, so lächerlich. Alter, 1,20 €? Dass die Preise immer wieder erhöhen, ey, ohne Müll. Was ist denn jetzt so lächerlich. Ah, alle mal mit Tempomaten. Lol. Alter, überall kommen die Rechnungen hier rein. Gar nicht geil, oh. Ey, was ich gerade gar nicht feiere, ist, ja? Dass ich kein Geld bekomme. Also offensichtlich bekommt man, wenn man online spielt, nicht von den Fahrern die ganze Zeit Geld. Weil ich habe irgendwie so 100 Fahrer eingestellt. Was? Die müssten eigentlich jede Sekunde so 2.000 € bringen. Ja, oh, schon nicht mal. Ja, perfekt gesagt. Ciao. Ich fahre dann schon mal nach Rotterdam, ne? Ja, wir sind ja schon da. Aber hier online offensichtlich kriege ich hier nichts. Das ist echt? Ich bin der Meinung, also zumindest früher, dass ich da mal auch was bekommen habe. Also ich habe gerade nichts. Und normal ratet es jede Sekunde rein. Also, verstehe ich gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall regnet es gefühlt immer Dollar. Ich muss da hier hochstellen, die Geschwindigkeit. Geld regnet? Ja, Geld regnet. Ja, Dollar. Ja. Hä? Dollar regnet bei mir gar nicht. Nie regnet es Dollar. Oh, ich sollte vielleicht mal mein Tempomat runterstellen, wenn du nicht da bist. Ja, nicht, dass ich noch geblitzt werde. Ja, vor der Stadt kann das echt passieren. Deswegen, ich habe jetzt 80 und 80 davon auffahren. Ja, dann überhole ich dich. Ja. Und fahr voll Kamikaze vor dir in Rotterdam rein. In Rotterdam vor allem. Ja, ich fahr in das rein. Da soll ich die mal schneiden? Hast du eigentlich Rotterdam schon mal besucht? Ja, das habe ich schon mal besucht, schon länger her. Ich glaube, ich schneide jetzt echt komplett dich und die Einfahrt. Rechts halten. Das ist gerade richtig kritisch. Ich muss hier rechts weg, ne? Ja, okay, es ist gar nicht kritisch, es ist locker easy. Du musst rechts weg? Ja. Ich nicht. Bremsen! Oh, da kommt ein anderer! Ja, ich hab's gesehen, der ist auch mal gefahren. Ja, ciao. Lol, der hat zwei Anhänger. Ja, was ist das für ein krasser Typ? Ja, solche Aufträge kann man bekommen. Kann man bekommen, ja. Kann man bekommen. Nee, du kommst deine Schelle, Junge. Ja, Aufträge kann man nicht bekommen. Nee. Nee, kann man, geht nicht. Digga, was macht so, der? Der wendet. Ich gehe auf jeden Fall auf Nummer sicher. Links halten. Ich hatte richtig Angst. Was macht der Typ, Junge? Der fährt so komisch. Biege nach links ab. Ey, ich bin noch nicht mal gut genug für Nummer sicher. Alles klar.
absatteln, wie viel Geld gibt okay, es? Okay, oh, Leute, die letzten zwei Folgen habe ich es nicht gemacht, heute machen wir es wieder. Ausgezeichnet. Wo willst du denn die Ladung stehen, komm? Machen wir halt 8.850. Jetzt, wo man das Lenkrad auch sieht, machen wir das. Mit wo willst du stehen haben. Das ist quasi geplant gewesen. So, oh, ich habe ja auch, ich habe hier so eine Doppeltraktion, so ein Kombi, was? Mehrere Anhänger aus Rotterdam raus. Mega, der Zufall. Ja, das ist jetzt voll einfach eigentlich, weil ich da drehen konnte. Ich weiß zwar nicht warum. Oh lol, Alter, alles knapp. Digga, was machst du denn? Ja, ich wollte einmal klatschen für den Cut. Ja, ich mache ja keinen Cut, du Idiot. Ja, ich aber. Ja, warum machst du es in meiner Folge? Ach, nein, kann ich machen. Also ein kurzer Cut war gerade hier, Leute. Ja, oh, perfekt eingeparkt. Wie kommt das denn? Nein. Zeigen wir hier alles perfekt. Okay, Leute, wir fahren jetzt von Rotterdam zusammen. Zumindest noch das erste Teilstück zusammen. Abbiegen. Nach Paris. Ich habe leider keinen Auftrag nach Paris, das ist halt echt scheiße. Irgendwann mal, ne, vielleicht. Ja. Du kannst, fährst du schon los? Ich fahr gerade schon. Ja, du kannst halt langsam losfahren. Fährst ja eh nicht 110, also naja. Ja. Musst du da vorne die Autobahn wechseln? Sowieso nur 50. Und ja, mal gucken. Ja, also ich habe halt echt keinen Auftrag nach Paris. Und das ist ziemlich nervig. Und deswegen haben wir jetzt irgendwie geguckt, wie wir es machen. Ich fahre jetzt nach Lille oder wie auch immer. Und fahre jetzt gerade richtig über rote Ampeln, ohne Stoppschild zu beachten und so, Richtung Jan. Dass wir wenigstens ein Stück zusammenfahren. Ganz verrückt. Kameraperspektive hat sich zwischenzeitlich. Eine LKW-Fahrt ist toll und. Kameraperspektive hat sich zwischenzeitlich geändert. Also, ich bin echt quasi am Überlegen, ob ich noch mehr Kredit als aufnehme und mich noch höher verschulde, um mir so einen komischen Auflieger mal zu kaufen. Keine Ahnung. Das will ich auch echt mal ausprobieren. Davon hat mir Jan gerade erzählt, dass man sich einen Auflieger auch kaufen kann selber. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann kriegt man quasi noch mehr Geld. Das wäre quasi eine Investition in die Zukunft. Wie schnell fährst du gerade? 80. Siehst du mich schon? Nee. Oder? Ich bin gerade auf dieser komischen Brücke, ne? Ja, ich sehe dich da ganz weit hinten. Ist ja noch nur auf der Map oder auch in echt? Auch in echt. Du bist da am Nürnberg gerade. Ja. Oh, ich sehe dich. Kannst du. Oh, links, rechts, alle Spuren sind blockiert. Siehst du das? Nee. Wo denn? Gleich fahre ich so voll drauf. Ein Auto. Ja, der fährt auch 110, ich kann ihn halt nicht überholen, das ist so nervig jetzt. Jetzt fahren wir einfach nebeneinander. Ich habe Angst, dass er mich gleich schneidet. Dann zieht er innen weg. Mach du ihn doch platt. Easy. Okay, er kommt rüber. Ihr fahrt wahrscheinlich gleich beide. Ja, wir fahren beide eben, wir wollen nicht beide jetzt überholen. Aber er muss gleich bremsen, weil ich bin links. Ich beschleunige gerade. Nein, du kannst nicht rüberziehen, hör doch auf, du Idiot! Ich ziehe doch nicht. Alter, rüber. Das, okay, es hat schon gepasst, aber es ist auch gut, weil ich rüber. Es ist. Hast du echt? Ich habe angetäuscht. Oh mein Gott. Du kamst aus dem Nichts, wo es mir gerade im Spiel angezeigt. Hä, ist der Magie oder was? Kann ich rüber? Ja, du kannst rechts fahren. Nein. Ja, jetzt nach rechts. Nein. Doch, jetzt muss nach rechts fahren. Jo. Oh, ist das knapp, Junge. Weiß ich nicht. Du musst die Ideallinie fahren, damit du rankommst. Windschatten. Naja, der fährt auch seine 110. Aber ich muss ihn eigentlich überholen. Das macht gar keinen Sinn, was wir hier gerade machen. Ja, doch. Du bist auch so nah dran. Gleich bauen wir den Mega-Crash. Also ich vertraue ihm irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber er sieht kompetent aus. Immer gerade. Oh mein Gott! Ja, weg mit dir, du Affe. Oh mein Gott. Ganz großes Vertrauen. Das war so close. Oh mein Was hast du gemacht? Und warum hast du es gemacht? Hä, was habe ich denn gemacht? Wieso bist du stehen geblieben?
Ich bin doch nicht stehen geblieben. Ich bin gerade in dein... Du stehst bei mir und ich bin in dein Stehen... Du stehst bei mir immer noch und ich... Plötzlich von 0 auf... Also wirklich von 110 auf ja. 0 in einer Sekunde. Und dann sagt er, was habe ich gemacht? Als hätte ich das mit Absicht gemacht. Plötzlich stehen bleiben. Und ich bin in dich reingefahren und ich habe... Wie viel Schaden habe ich? Alter, wieso passiert mir das eigentlich? 88% das Schaden. Ich verstehe es auch nicht, warum dir das passiert. Ey, ich bin einfach weitergefahren ohne Spaß. Dafür kann ich jetzt auch nichts. Mann! Ich muss mich auch abschleppen lassen, weil ich... Geht echt? Okay. ...in dieser Absperrung hänge. Und wieder Schaden! Und ich konnte nicht... Wo bist du dann jetzt? Ich glaube, ich bin sogar aus dem Server gekickt worden. Deswegen bist du stehen geblieben, weil bei mir stand gerade Position in Q12. Ja, das kann sein, dass du irgendwie... Irgendwas hattest. What the fuck? Also, es liegt echt nicht an mir, Leute. Das tut mir echt leid. Ja, also... Mal ja, vor allem kann ich auch nicht von 110 direkt auf 0 kommen. Nein, also... Ja, schau mal, was ist. Wo stehst du denn? In welcher Stadt? So, Leute, wir haben versucht, wieder dem Server beizutreten. Das scheint gerade irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, ob der am Restarten ist oder irgendwelche Probleme hat auf jeden Fall. Ich bin gerade irgendwie Position in Q40 oder so und scheine irgendwie über 1000 Leute gerade vom Server geflogen zu sein, also... Ja, haben wir noch nie gehabt. Ich meine, wir haben noch nie um die Zeit aufgenommen, aber... Ja, kann sein, dass der irgendwie rum 0 Uhr dann vielleicht gerade wirklich gerade neu startet. Aber es ist schon ein bisschen nervig jetzt. Es sich gerade neu zu verbinden und wir fahren jetzt aber weiter. Wir wollen ja Geld bekommen und vielleicht ist wirklich dadurch gerade dieser Unfall passiert, durch diesen Neustart vom Server oder so. Oder dass er gerade abgekratzt ist, eins von beiden. Ich weiß nicht. Ist natürlich super ärgerlich für mich. Ja. Weil ich gerade so dachte, das so, ja, jetzt hier hatte ich wieder knapp über 100.000, hätte durch den Auftrag nochmal irgendwie viel bekommen. Wäre dann irgendwie vielleicht bei 120, 130.000 fast schon. Und hätte dann schon fast die Hälfte von dem Kreditzeug, was ich abbezahlen muss, schon wieder reinbekommen. Und wenn ich dann noch ein bisschen wieder Kredit aufgenommen hätte und mir dann einen eigenen Auflieger gekauft hätte und dann noch mehr verdienen würde auch mal, weil, also es ist ja krass, Mike verdient wirklich pro Strecke eigentlich immer das Doppelte von mir. Das ist so heftig. Aber er hat Mike halt unendlich viel Geld, so gefühlt. Deswegen ja, das ist aber realistisch, ne? Welchen nehmen es auch immer so. Die Reichen kriegen noch mehr, die Armen kriegen weniger. Ja, das ist halt wirklich... Das ist, haben sie so angepasst. Auch wenn ich schon echt scheiße finde, weil ich nicht zu den Reichen gehöre. Also ich bin am Server jetzt glaube ich drauf. Ich sehe zumindest den ersten blauen Punkt jetzt. Also müsste theoretisch funktioniert haben. Aber es sind jetzt sehr wenige blaue Punkte, weil erstens sind echt wenig Leute jetzt drauf. Zweitens wurden ja auch viele davon auch gekickt. Am Kreisverkehr. Also ich bin jetzt schon in Lille. Nimm diese Ausfahrt. Oh, ich hab keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich fahr geradeaus. Links halten und dann. Über eine leere Autobahn. Und ich fahr dann einfach mal. Ah, ich sehe auch einen blauen Punkt, glaube ich. Biege nach links. Oder war das. Ah, doch, 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 ich bin auch auf dem Server. Hier fährt gerade einen. Hier sind zwei Leute. Abbiegen und okay, dann links halten. Und ich probiere dann einfach mal nach Paris zu fahren. Vielleicht kriege ich einen Auftrag, vielleicht fahre ich einfach so hin. Ich bin bald parallel, fahre ich dann auf der Autobahn quasi A2 müsste das sein. Fahre ich parallel zu Lille gerade so vorbei halt, ne? A7 ist das. Warte, ich guck mal kurz. Du fährst A7 und dann A2 wird das sein, ne? Ja, okay, muss ich schnell gucken, ob ich einen Auftrag krieg, wenn nicht. Ja, okay, geht nicht. Dann fahre ich so schnell. Ja, genau. Das wird die A7 wird hier zur A2. Stimmt, ja. Sag mal, wenn du bei der A2 bist. Wenn es schon wird, quasi. Ich bin jetzt gerade über die Grenze gefahren und hier habe ich jetzt das erste A2-Schild. Okay. Da muss ich Gas geben. Du fährst ja aber nur 80, ne? 90 fahre ich gerade. Oder 90, ja. Die Frage ist, wie komme ich jetzt am besten drauf auf die A7? Muss ich mal kurz den Navi machen. Also ich könnte jetzt rechts nach Lille abfahren, aber das mache ich natürlich nicht. Nee. Ja, machen wir. Ja, okay, ich weiß das schon, ich merke mir das schon.
Okay, gib Gummi, Mike. Und du kannst locker easy machen. Ja, mach ich. Vielleicht hole ich dich kurz vor deinem Ding noch ein. Ja. Richtig geil. 212 Kilometer habe ich noch. Und ja, hier kommt jetzt auch gleich eine Grenze, wo ich glaube ich einmal hier so anhalten muss. Auch. Also Verkehrsregeln beachte ich jetzt absolut nicht. Damit ich das noch schaffen kann. Jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Ich bin zu blöd. Ich glaube aber so. Hier. Also ich muss es ja einmal anhalten und bezahlen an der Grenze. Wenn ich das jetzt verkackt habe, dann läuft's gar nicht Grenze, sondern hier, das ist ja so Maut, ne? Maut für die Autobahn. Nee, Grenze. Ich hoffe, dass ich echt hier lang muss. Hoffst es? Guck doch auf die Karte. Ja, dann muss ich ja wieder stehen bleiben. Ja, nee, du kannst auch mit F5 einfach drücken. 5. Ah, nee, ich bin falsch gefahren, ich Idiot. Es war fast schon klar. Ja, danke für F5-Tipp. Da muss ich wieder rum. Ja, noch, es war nur, dass es noch schwieriger wird. Stimmt, jetzt schneit's bei mir auch, aber der Schnee hat nichts mit meiner Scheibe zu tun. Jetzt habe ich auch so eine krasse Scheibe wie du. Mann, das ärgert mich so. Warum bin ich so dumm? Dass ich jetzt auch so eine Scheibe habe. Ja, das ärgert mich auch. Dass du, oh, ich fahr fast gegen die Bande. Ja, fahr mal nochmal zurück, kenn ich gar nichts. Ah, oh, so schön einen heilen LKW zu haben, weißt du das? Bist du schon bei der Maut jetzt vorbei, ja, ne? An der ersten Maut bin ich vorbei, aber es kommt immer noch, glaube ich, eine zweite. Was sagt eigentlich dein Tank? Einmal frei. Einmal frei, alles klar. Okay, ich bin hier gleich an einem Autobahnkreuz. Oh Gott, wo muss ich jetzt hin? A29. Links, oder? Wahrscheinlich war ich wieder falsch. Nee, diesmal sieht's gut aus. Wer bremst, verliert, deswegen bremse ich nicht. Hilfe. Ich fahr ja auch nur 90, keine 110. Aber so. Von dem her gar kein Problem. Hab ich hier, ich bin jetzt gerade übrigens auf der A29. 29 bist du gefahren? A29, ja. Bist du rechts abgefahren oder einfach geradeaus? Nee. Ja, wurde die zu 29 oder bist du irgendwie rechts weg? Nee, ich musste rechts abfahren. Okay. Ja, hinterher, Mike, ne? Gib Gummi. Das ist ein Dreieck gewesen. Ja, es wird echt schwierig, die anzuholen. Wenn du auch 90 fährst, fahre ich ja quasi nur 20 schneller. 20 km/h ist schon was. Geht so. Für Warst du schon an der ersten Maut? Nee. Ja, okay, dann. Für die Strecke, die du noch hast, ist es nicht so möglich. Aber wir können in der neuen Folge zusammen woanders hinfahren. Ja, das auf jeden Fall. Die Folge war eh verrückt irgendwie. Hat heute echt, dieses so ein Aufnahmetag, hat wenig funktioniert. Ziemlich. Ja, es lag aber nur an dir. Ja, oder? Ja, tatsächlich schon. Nee. Heute wirklich nur an dir. Nein. Also wir hatten auch Tage wegen meiner PS4 oder Elgato eventuell, ne? Aber heute nicht. Heute... Ja, alles nicht nur an mir. Also Ich habe schon viel Scheiße heute gehabt. Ich sag ja, mein Tag war allgemein heute Scheiße. Aber, ja, egal. Kam da noch mal eine Maut? Bevor du auf die A29 bist? Also bei der ersten bin ich jetzt durch. Nee, danach kommt keine mehr. Also da hatte ich zumindest noch keine, aber also ich glaube, es kommt noch eine. Ich bin übrigens immer noch auf der A29. 111 Kilometer noch. Also ich wurde heute Morgen vom Postboten geweckt, mehr oder weniger. Also ich war zwar schon wach und ja, war so die ganze Zeit am Handy. Ich wurde vom Wecker. Ich bin gestern echt. Ja, das hat schon scheiße angefangen. Ich bin gestern relativ spät ins Bett, weil ich noch gelernt habe. Also ich bin so um 1 Uhr morgens oder so ins Bett gegangen. Ja, ich bin auch so halb 1, aber ich musste halt halb 7 aufstehen. Ich lag dann noch so um 12 Uhr im Bett und dann plötzlich hat der Postbote einfach um 12 Uhr geklingelt. Was ein Arsch. Und dann musste ich aufstehen. Ich glaube, ich muss hier weg. Ja.
Eigentlich ansonsten hatte ich einen entspannten Tag. Ich habe so ein bisschen geschnitten, ich war einkaufen und so alle so wichtigen Sachen gemacht. Ja, solche Tage hätte ich auch gern. Ich habe, wie gesagt, um 12:30 bin ich ins Bett und um 6:30 schon aufgestanden, weil ich halt in die Schule musste. Und Schule war echt anstrengend heute. Und dann heimgekommen, dann hat da was nicht funktioniert, hier was nicht funktioniert. Was musst du wechseln? Ja, ich bin gerade an einem Autobahnkreuz und fahre jetzt auf der A16 bin ich unterwegs. Du fährst runter auf die A16. Richtung nächste Mautstelle, nicht Richtung Tankstelle, oder? Also ich sehe quasi hier... Ja, genau. Runter. Komme aus der Richtung von der Tankstelle, glaube ich. Ja, ich komme von der Richtung der Tankstelle. Maut war bisher nicht mehr, ne? Nee. Ja, ich weiß nicht, ob ich dich einhole. Ich sag ja. Wo bist denn du gerade? Bist du auch schon auf dieser A, was ich gerade... Nee. A29 halt, ne? A29, mal gucken, wo die ist. Ja, davon hast du gerade auf die A16 gewechselt. Bist du? Aber naja, dann bist du ja immerhin schon mal da. Mir ist gleich an der letzten Maut, an der zweiten und letzten. Wow. Wie viel Kilometer hast du noch? 57. Ah, okay, nee, packe ich nicht mehr. Ich dachte, du hast irgendwie noch so 80, 90 oder so. 50, das packe ich nicht mehr. Aber 80, 90 hättest du das gepackt? Ja. Aber gleich halte ich an der Maut, vielleicht bist du ja dann... Ja, ich da. Nicht, oder? Ich fahr einfach durch. Ich mach hier einen auf Kit und mal im Flugmodus an. Hä, mach ich auch immer. Aber ich dachte, du fliegst, hast auf Mach umgeschaltet. Ja. Auch extra langsam in die Maut rein. Bist du immer noch nicht in der Maut? Ja, jetzt halte ich da gerade. Oh, warte. Ja, fahr mal rückwärts ein bisschen. Maut von 59 Euro bezahlt. Das ist ja aufregend. Das muss man auch noch selber bezahlen. Warum muss ich jetzt hier drauf? Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ja, doch, muss ich safe. Safe bin ich falsch oder so. Nein! Oh! Ich rutsch Glatteis und so. Glatteis. Okay, ich bin auf der A16. Ohne Navi ist das nicht so geil, weil man die Schilder hier echt nicht gut erkennen kann. Ich fahr ab, ich bin jetzt nicht mehr auf der A16. Nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Direkt nach der Maut kommt quasi so ein Wechsel. Und wohin fährst du jetzt? Runter oder hoch? Runter. Runter wieder? Ja. Ich fahr einfach ins Nichts rein. Also hier ist keiner, hier passiert nichts, ich sehe dich auch nicht. Finde ich voll krass, so in der Nähe von Paris, aber ich meine, gut, das der Server ist, glaube ich, jetzt gerade wirklich einfach richtig. Ja, drin. Eben, das sowieso. Ich schätze so 600 Leute, 500. Darf ich jetzt nur 70 fahren? Ja, du bist ja eh gleich da. Echt? Ja. 50. 50 noch? 50, also 50 km/h darf ich fahren, also, fahre ich gerade. Ja, du hast ja noch 10 Kilometer dahin. 13 Kilometer habe ich noch. Ja, aber ich fahre auch nur noch 50. Oh ne, hier darf ich sogar wieder 70. Ja, wow, und du fährst nur 50, da komme ich bestimmt noch ran, oder? Ja, ich stehe gerade an der Ampel und du hältst nicht an der Ampel. Digga, ich bin noch 80.000 Kilometer entfernt von wo auch immer du bist. Mach die Schranke auf! Was für eine Schranke? Achso, die ich. Ah, du warst. Aber war. Ah, guck mal, da bist du gar nicht, echt nicht mehr weit weg, wenn du schon an der Maut warst. Da bist du echt gleich da. Nice. So nach unten hast du gesagt, welche muss ich denn jetzt dann erfahren? Bist du die erste rechts? Ja, ne? Ja. Ich vertraue dir. Ja, ja, mach den. Fahren wir nochmal nach Paris rein? Ja, wenn wir hier einen Auftrag haben wollen, müssen wir da reinfahren. Wo musst du denn abliefern? Hier zu diesem Kuhdorf, wo ich gerade... Warum sind da die ganze Zeit Ampeln? Ja, weil das letzte Teilstück keine Autobahn mehr ist, sondern so eine normale Straße halt und da, keine Ahnung. Eine normale Straße. Da halt Autobahn drei Ampeln. Ganz drei komisch. Ampeln hintereinander, zwei von denen hatte ich rot. Nice, die dritte nicht? Ne, die erste hatte ich nicht rot und dann so, die beiden danach hatte ich rot. Alter, ich bin auch neu über grün gekommen.
Alter, wenn du schon mal erst bei der ersten Ampel bist, dann bist du echt gleich da. Aber, aua, hier sind Leute. So, die zweite rot nehme ich mit. Und keine Strafe, danke. Und bei der dritten hub ich, dann kriege ich auch keine Strafe. Hm. Ah ne, hier muss ich rechts abbiegen. Oh, Alter, Glatteis. Glatteis wieder am Start. Junge, habe ich gedriftet um die Kurve. Das müsst ihr euch angucken, Leute. Das war so ein Drift. Ey, ich bin jetzt da. Weil ich gesehen habe, ich muss... Ui, hier sind Leute. Wo musst du denn hin? Rechts, links? Leute. Wo bist du denn? Da, wo Leute sind, muss ich hin. Ach, weißt du was? Vorbei. Na, nee, ich mach's doch nicht. Ah, nee, doch nicht. Ah, tolerabel, weil der Mieke mich gerammt hat. 8000 habe ich bekommen, ja. Ach, da hinten bist du wahrscheinlich, oder? Ah, nee, bist du. So, Leute, wir versuchen auf jeden Fall von Paris zusammen wieder wegzukommen und bedanken uns jetzt beide fürs Zuschauen. Ja, wo bist du denn? Zuschauen. Ja, wo ich bin, das fragst du dich. Ja, weil mir echt, vielleicht bin ich falsch gefahren. Stau von Leuten hier. Ja, vielleicht sehe ich dich deswegen. Ah, du bist an mir vorbeigefahren. Du bist da im Kreise, ich bin hier bei den ganzen Leuten drin. Wow, ich habe einfach die Mikrofon geschlagen. Okay, Leute, wir bedanken uns. Fahr doch weg! Fahr doch weg! Haut rein! Tschüss! Ciao.